Servus zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal und wir spielen das Projekt Neubartelshagen Big Farm. Wir stehen nun vor unserem Farmhaus und werden jetzt mal als allererstes ein bisschen vorspulen, weil wir im August eigentlich nichts mehr zu tun haben. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie es im nächsten Monat aussieht mit der geplanten oder vermutlich kommenden Kartoffelernte. Also ich rechne fest damit, dass es einige Aufträge gibt. Schauen wir mal rein. Auftrag. Oh, jede Menge Ernteaufträge. Und da haben wir eine Kartoffelernte. Und dann haben wir eine Kartoffelernte. Und dann haben wir eine Kartoffelernte. 91, 61, 24. Also ihr seht schon, da gibt es einiges zu tun in den nächsten Folgen. Da können wir wieder alle drei Kartoffelernten auf einmal machen und dann die Maschinen wieder am Schluss zusammenfassen. Und das müsste ja nochmal richtig gut Geld in unsere Kassen spülen. Also jede Menge gibt es zu tun. Dann werde ich jetzt erstmal nochmal ein bisschen die Zeit nach unten setzen, denn wir werden in der Zwischenzeit noch Folgendes tun. Den hier, den Kollegen, werden wir jetzt gleich verkaufen. Aber was ich heute auch in dieser Folge machen werde oder machen möchte, ist, soweit jedenfalls wie wir kommen, diese Sammelobjekte einsammeln. Genau. So, was drückt man hier? Wir haben das erste Sammelobjekt und haben 1000 Euro verdient und wir müssen unbedingt ein bisschen an Geld kommen. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir fahren hier mit dem Kollegen los. Und am nächsten Sammelobjekt vorbei. Grob weiß ich ungefähr, wo sie sind. Ob ich alle 20 noch zusammenkriege, weiß ich nicht. Aber das machen wir einfach zusammen. Und wenn ich eins nicht finden sollte, dann dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Aber hier sehe ich auch schon das nächste. So, jetzt muss ich nur da irgendwie hochkommen. Na, muss man springen oder geht es auch so? Es geht auch so. So, und die nächsten 1000 haben wir eingesammelt. Ups. So. Jetzt überlege ich gerade, ob wir nochmal an einem vorbeikommen. Wir müssten, glaube ich, nochmal an einem vorbeikommen. Dann gehen wir aber nach oben und ich glaube, das sollte hier irgendwo rechts sein, wenn ich mich richtig erinnere. Blick mal, oder war es vielleicht doch irgendwo hier? Nein, hier war es definitiv nicht. Das war irgendwo vorne. Aber wir müssten irgendwie auch rankommen. Naja. Also hier rechts war jedenfalls keines. Aber ist egal, dann fahren wir jetzt erstmal zum Shop, weil hier müssten auch keine sein. So, dann werden wir nämlich den hier verkaufen und uns für die Fahrt, für die Suche nämlich was anderes gönnen. So, damit wir nämlich ein bisschen mehr den Überblick haben. So, Motor aus. Nicht den Fehler von der letzten Folge machen, immer wieder den Motor vergessen zu haben. So, der bringt uns 41.000. Bingo. So, hier drin ist meines Wissens keines, aber zwei Sammelobjekte müssten, glaube ich, hier auf dem Hof sein. So, hier haben wir eines. Na. So, das müsste jetzt das dritte gewesen sein. Und das vierte ist meines Wissens. Ach, hier ist noch eins. So, ich bin mir fast der Meinung, dass hier auf dem Hof praktisch von jedem Gerät eines da ist. Hier ist nämlich auch noch eins versteckt. Das ist, gehört zur Kategorie Pflug. So. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob hier noch irgendwo eins sein könnte. Hier drin vielleicht. Nein, sieht nicht so aus. Oder? Nö.
Nein. Nope. So, da wird keins mehr sein, weil da hatten wir schon eins. Und um an die anderen Sammelobjekte zu kommen, gönnen wir uns jetzt was Spezielles. Unter diverses Autos habe ich nämlich uns einen Quad. Und den werden wir uns mieten. Und dann werden wir ein bisschen Spaß haben. So. Sehr schön, dann fahren wir mal zur BGA, weil dort weiß ich auf jeden Fall, hat es wieder eins. Muss man ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir hier von dem Ding herunterfallen. Mit Quatsch muss man immer ein bisschen vorsichtig sein beim Fahren. Oh, 100 Stundenkilometer. Das ist ordentlich flott. So. Also wie gesagt, 1000 pro Sammelstück und wenn ich richtig noch in Erinnerung habe, dann müsste es, glaube ich, wenn man alle zusammen hat, einen kräftigen Bonus geben. Kann sein, dass man, glaube ich, dann für das komplette Paket dann 100.000 bekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe in der Vergangenheit die Sammelstücke nie eingesammelt. Aber diesmal sind wir wirklich auf jeden Euro ein bisschen angewiesen. Okay, jetzt geht es ja gleich rechts. Und an der BGA weiß ich jetzt im Moment nur von einem Sammelstück. So. Zack. So, das ist hier in dem Pavillon. Ein Mähdrescher. Okay. So, wir fahren einmal rum und dann geht's zum nächsten, von dem ich auf jeden Fall weiß. So, der eine oder andere wird eventuell jetzt schon mit dem Kopf schütteln und sich sagen, dann fährt er ja hier an einem vorbei. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wüsste jetzt hier keines. Wir fahren aber trotzdem einmal herum. So, aber ich glaube, so dicht beisammen sind die nicht. Und normalerweise sind die ja relativ gut zu erkennen. Natürlich gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Sammelstücke alle irgendwo an Orten versteckt sind, die durch Gebäude oder ähnliches markiert sind. Also durch besondere Gegenstände, jetzt Sammelobjekte, die natürlich sich irgendwo mitten in der Pampa befinden, an irgendeinem Baum oder so, wird natürlich ganz, ganz schwierig. So, fast Vollgas. Ja, muss man vorsichtig lenken bei dem Tempo. So, beim Sägewerk müsste es eigentlich wieder eins haben. Und da geht es jetzt hier rein. Ups. So. Auch hier hat der Modder neue Zäune angebracht. Da gab es vorher keine. So. Okay. Es müsste hier irgendwo eines sein. Irgendwo hier müsste doch ein Sammelstück sein. Hm. Sehe ich. Ach, da ist es doch. So, es sind noch weitere eine Kühe versteckt. Du hast eine Kuh gefunden, es sind noch weitere eine Kühe versteckt. Okay. Ich glaube, das gleiche stand vorhin auch beim Drescher. Aber wir haben, glaube ich, auch noch kein Pärchen zusammengefunden, ne? Nee, ich glaube, das waren alles bis jetzt Einzelstücke. So, also hier wüsste ich jetzt sonst keines mehr. So, dann jetzt zum Silo, weil dort müsste das nächste Sammelstück sein. Ja, wir werden die Map so ein bisschen im Uhrzeigersinn abfahren. So.
So, und dann kommen wir nämlich auch hier zu dem neuen Teil hier. Das Feld hier drüben, das ist ja wie gesagt ganz, ganz neu. Feld Nummer 18, wenn ich richtig weiß. Und da hat's, wäre eigentlich prädestiniert für ein Sammlerstück. Hier der Hochsitz. Da können wir mal kurz reinschauen. Nein, kein Sammlerstück. Okay. So, mit unserem geländegängigen Quad ist das ja kein Problem. Dann fahren wir jetzt einfach von hinten an unser Silo ran. So, wo ist die Einfahrt? Hier. So. Und hier weiß ich auch, dass definitiv ganz offensichtlich ein Sammlerstück steht. Und zwar aus dem Bereich Tierwelt. Und auch hier gilt, noch ein weiteres Schwein wäre versteckt. Okay. So. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Nebendran ist ja meines Wissens das Bioheizkraftwerk. Aber ich glaube, hier ist nichts versteckt. Wir schauen nochmal. Wir kicken mal hierher. Ist gar nicht mal so schlecht hier mit diesem Quad. Nee. Ups, Augenblick. Das wäre natürlich lustig, wenn irgendwo hier so in so einem Behälter oder in so einem Versteck was wäre. Gut. So haben wir auch gleich einen kleinen Nebeneffekt, wenn wir hier das Ganze machen. So eine Art kleine Map-Rundschau-Rundfahrt. Hier haben wir jetzt den neuen Teil der Map. Diese neue Ortseinfahrt. Augenblick. Da müsste doch irgendwo ein... Ah, da. Da steht ja das neue Ortsschild. So. Großquarzhagen, also hier geht's raus. So, jetzt schauen wir mal. Hier sind. Ist es hier? Nein. Wir fahren hier mal rum. Hier geht's, glaube ich, rein. Ja, das ist dieses neue Grundstück. Mit den neuen Häusern. Da können wir einmal kurz rumlaufen. Aber hier hat's nichts. Kein Sammlerstück. Habe ich aber auch schon fast mir gedacht. So, da kommen wir rum. So, hier gibt es ein Gehege, aber mit diesem Gehege so richtig weiß ich nichts anzufangen. Also hier ist jetzt nirgends irgendwo eine Tränke oder irgendein Trigger, dass man damit was machen könnte. Hier könnte man aber sicher dann vielleicht, keine Ahnung, Tiere frei rein platzieren, aber es gibt eben auch kein Gatter, damit man da reinkommt. So, dieses Gebäude gehört dann auch erstmal im Prinzip zu uns. Da können wir mal reinschauen. So. Ob sich hier irgendwo ein Sammlerstück versteckt. Das wäre dann schon ein bisschen fies. Aber es sieht nicht so aus. Ja, sieht genauso aus wie die anderen Hallen. So. Hier dann eben einige neue Gebäude und da hier die neue Molkerei, die jetzt auf der Map platziert wurde. Okay, da fahren wir auch einmal rum. Da sehe ich auch nichts. Gut, hier der neue asphaltierte Weg. Und hier gibt es auf jeden Fall auch noch ein Sammlerstück. Jetzt muss ich mal überlegen, weil das ist nämlich, glaube ich, die Schreinerei. Das andere war ja das Sägewerk. So, hier müsste es was haben. So, und da bin ich jetzt mal gespannt. Ah, okay, dafür gibt es jetzt 100.000, weil du hast alle 10 Anhänger gefunden. Ah ja, okay, dieses Codys Spielzeugladen ist, glaube ich, aus Elm Creek, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist also hier an der Stelle nicht vorhanden. Aber wir haben jetzt 100.000 extra, sind also jetzt bei 710. Und so kommt dann auch ein bisschen Geld rein. Also das heißt, die Spielsachen haben wir, jetzt müssten wir eigentlich nur noch die Sammlerstücke mit den Tieren finden. So, ich glaube, hier hat es dann nichts mehr, wenn ich richtig weiß. Ups, falsch, Rückwärtsgang. Jetzt müssen wir nämlich in die andere Ortschaft. Und dort weiß ich definitiv auch noch von 3 Sammlerstücken.
Und dann natürlich am Meer, da hat es auch noch ein Sammlerstück. Und dann müssen wir mal schauen, wie weit wir sind. So. Ah ja, Augenblick. Aber ich glaube, das sieht man schon von hier, dass da nichts ist. Nein. So, hier rum. Na, bleiben wir ein bisschen in der Spur. Mal schauen, ob wir jetzt gleich abheben. Nein. Sehr schön geländegängig, das Quad. Ja, da drüben meinte ich, das wäre zum Beispiel auch so eine Sache, ob dann irgendwo in so einer Insel hier drüben ein Sammlerstück drin sein könnte, jetzt sozusagen direkt in der Natur. Hier an der Bushaltestelle hat es auch nichts. So, jetzt muss ich nochmal überlegen. Hier fahren wir mal links. Muss ich mal überlegen. Also auf jeden Fall hat es jetzt hier an diesem Trailer noch ein Sammelstück. Hier, bingo. Na. So, und es sind also noch mehr Schafe versteckt. Dann müsste es da vorne noch eins haben. Ja, das ist das Pferd. Und für dieses gibt es also auch nochmal 100.000 extra. So, jetzt müssen wir mal wieder überlegen. Also ich weiß noch, dass es beim Restaurant eines hat. Aber ich bin der Meinung, dass auch irgendwo hier an den Häusern noch eins stehen müsste. So, hier hat es noch was. Und auch dafür gibt es nochmal 100.000 extra. So. Ich überlege. Hat es hier irgendwo noch eins? Naja, jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir haben jetzt schon dreimal 100.000 extra Boni bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir sind jetzt bei 913.000 und damit kommen wir unserem Ziel von 1,5 Millionen immer näher. Denn wie gesagt, wir haben ja noch die Option, über die Bank einen Kredit von 500.000 zu nehmen. Und wenn wir natürlich die Kartoffelernte dieses Jahr noch gut abschließen, die drei Stück, dann müssten wir eigentlich in die von mir gewünschte Preisregion kommen. Nämlich einmal Geld genügend zu haben, um das Feld zu kaufen. Und dann werden wir definitiv auch den Drescher verkaufen können und dann eben für den Drescher bzw. für das Restgeld dann unseren großen Drescher mit einem Maisgebiss kaufen. So, hier haben wir nochmal ein Tierchen. Und auch das bringt uns nochmal extra 100.000, weil wir wieder alle 10 Schweine gefunden haben. Na, wie gesagt, also das ist, glaube ich, aus einer anderen Geschichte, aus der Elm Creek. So, wir schauen mal, wie viel wir denn jetzt nun wirklich haben. Okay, 13 von 20 haben wir Sammelobjekte gefunden. Das ist eigentlich jetzt gar nicht mal schlecht. Wir haben ja über 400.000 extra gemacht. Das müsste eigentlich sich... Nee, wo macht sich das? Wo wird das angezeigt? Hey. So. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen irritiert. Hier natürlich wird das angezeigt. So, und zwar bei Sonstiges haben wir 413.000 extra Kohle gemacht. Das ist nicht schlecht. Und dann haben wir natürlich noch 0 Kredit. Das heißt, da können wir noch 500.000 nehmen. Also da sind wir auf einem guten Weg. So, ich bin jetzt am Überlegen. Also 13 haben wir. Das heißt, 7 Stück sind hier noch versteckt auf der Map. Wenn wir da links rumfahren, da bringt nichts. Aber ich weiß noch definitiv von zweien. Mal schauen, was wir da noch zusammenkriegen. Ob wir hier dann auch noch ein paar Pärchen und nochmal extra 100.000 machen.
Also, feines Gefährt hier. Nicht schlecht, der Quad. So. Zack. Ich bin mir relativ sicher, dass hier eigentlich auch noch irgendwo eine sein müsste, hier in diesem Bereich. Bei den Häusern. Beim Restaurant wüsste ich jetzt nicht. Ja, das haben wir ja gefunden. So. Jetzt müsste irgendwo hier eins sein. Schauen wir mal ein bisschen. Ja, da ist doch eins. Zack. So, und das ist das Schaf. Na, das bringt uns auch noch mal ordentlich Geld in die Kasse. Sehr schön. So. Und dann müsste es definitiv auch noch mal ein Sammelobjekt haben beim, ja, bei diesen zwei Hallen. Jetzt überlege ich gerade, ob hier noch was war. Also bei der Bäckerei war nichts. So. Hier geht es rein. Und da fahren wir rein. Also da müsste es irgendwo da hinten noch ein Sammelobjekt geben. Ja, hier auf den Brettern. So, ich glaube, sowas haben wir noch nicht gefunden, oder? Nein, ein Wasserfass haben wir noch nicht gefunden. Also das heißt, so eins müsste hier noch in der Gegend versteckt sein. Ah, mir fällt noch eine Stelle ein. Sehr gut. So. Meines Wissens war hier in den Hallen nichts. Aber wir haben noch am Durchfahrsilo. Da ist noch was. So, und hier ist ja auch dieser neue Kuhstall mit Fütterungsroboter. So, hier haben wir noch ein Gefährt. Einen Drescher. Und der müsste uns eigentlich nochmal einen Bonus bringen von 100.000. Und dann sind wir auf 1,2. Und Freunde, ich würde jetzt an der Stelle sagen, lassen wir es erstmal gut sein. Aber wir schauen nochmal kurz rein. Denn wir haben definitiv jetzt 16 von 20 Sammelobjekten gefunden, also 4 Stück sind noch übrig. Wenn ihr wisst, wo die sind, dann dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir gerne nochmal zusammen danach gucken in der nächsten Folge. Ansonsten steht in der nächsten Folge definitiv die Kartoffelernte an. Und bis dahin darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken, auch für eure Unterstützung. Gerne, 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 immer wieder. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und freue mich auf die nächste Folge mit euch zusammen. Bis dahin verbleibe ich euer Badenfarmer und sage wie immer Tschüss, Ciao, Cheerio!